Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschala und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir zu 100% von einem Rare bekommen können, der aber ein bisschen hidden ist und wir müssen erstmal ein paar Voraussetzungen erfüllen. Um was für ein Rare handelt es sich? Wir haben hier nämlich einen Rare, der nennt sich Nachtmeere. Und ja, ich weiß, viele meinen, man kann den nur mit dem Covenant der Nightfee kriegen, aber ich zeige euch jetzt, wie ihr ihn quasi mit jedem Covenant bekommen könnt und ich würde sagen, wir fangen mal an. Als allererstes brauchen wir nämlich ein Item und zwar den zerbrochen oder ein zerbrochenes Seelennetz. Und wo wir das herbekommen, das will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 18, 61 im Ardenwald. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen rumsteigen. Ich zeige euch aber jetzt vorher nochmal kurz das Mount. Und zwar das Mount ist nämlich der schnelle Düsterhuf. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus an der Stelle. Das ist nämlich so ein Einhorn, bloß hier so ein bisschen im dunkleren Lila gehalten. Ist auf jeden Fall ein cooles Mount. Und ja, das versuchen wir uns jetzt zu holen. Also wie gesagt, wir befinden uns hier unten auf den Koordinaten 18, 61. Hier kommt ihr hin, wenn ihr hier oben von dem Flugpunkt durch das Labyrinth lauft, hier den Wasserfall runterspringt und dann hier so hochlauft. Bis hierhin ist es eigentlich kein Problem. Jetzt müssen wir aber dort nach oben kommen. Und wie wir da hinkommen, will ich euch mal zeigen. Wir müssen nämlich hier auf diese Wurzel rauf. Und da empfehle ich euch, einen Goblin-Gleiter mitzunehmen. Und zwar bekommt ihr diesen Goblin-Gleiter im Auktionshaus oder wenn ihr selber Ingi seid. Wir springen jetzt hier runter, setzen den Goblin-Gleiter einmal an und fliegen hier jetzt einmal auf den, ja, auf diese Wurzel rauf. Dann laufen wir hier einmal hoch, dumm, 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 dann hier nach oben, dann die nächste Wurzel hier hoch. So, und jetzt müssen wir ein bisschen springen und zwar hier auf dieses kleine Stückchen drauf, dann können wir hier hinten rumlaufen, dann müssen wir hier nochmal hochspringen und jetzt haben wir hier so einen kleinen Wagen. Und hier wird es dann interessant. Hier müssen wir nämlich gucken, wo das Item liegt. Das müsste jetzt hier irgendwo in oder um den Wagen rumliegen. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, muss ich gestehen. Genau. Ah, seht ihr, da unten müssen wir rein. Und zwar hier. Und dann die Kamera vielleicht ein bisschen näher ran. Da unten konnten wir was anklicken. Schaut mal an, da haben wir den Stab. Den klicken wir an. Und jetzt haben wir das erste Item, was wir brauchen hier, zerbrochenes Seelennetz. Und das müssen wir jetzt zum nächsten NPC bringen. So, jetzt sind wir am nächsten Spot. Und zwar immer noch im Ardenwald befinden wir uns. Hier unten bei den Koordinaten 50, 32. Und hier in dem Lager haben wir einen NPC. Und zwar hier die älteste Gwinna. Und mit der müssen wir nämlich jetzt einmal reden. Vorher solltet ihr aber euch noch eine Materialie besorgen und zwar hier lichtlose Seide. Insgesamt 10 Stück brauchen wir hierfür. Und jetzt können wir nämlich dann diese Seide bei ihr abgeben. Werden wir gleich machen. Übrigens, falls die hier nicht bei euch steht, hier in meinem schönen Add-on Handy Notes Shadowlands wird auch angezeigt, was ihr als Vorvoraussetzung braucht. Ihr müsst nämlich ein paar Sidequests machen. Ihr braucht die Sidequest Ärger am Gorm links Ferch und listige Springgans. Die müsst ihr beide abgeschlossen haben, nur dann steht sie dort dran. Wenn ihr die nicht habt, macht die Sidequests erst. So, ich habe die schon selbstverständlich gemacht. Wir können mit ihr quatschen. Und dann sagen wir, ich habe die Materialien hier. Dann kann ich 10 lichtlose Seide umtauschen. Und auch den Stab brauche ich natürlich auch dafür. Und tada, jetzt kriege ich ein weiteres Item. Und das heißt nämlich repariertes Seelennetz. Und jetzt können wir zum nächsten NPC. Gut, jetzt befinden wir uns am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 47, 53. Und hier ist die Covenant-Zentrale der Nightfee. Da kann ich nicht rein, wenn ich kein Nightfee bin. Ich bin Necrolord. Dementsprechend, wenn ich da versuche reinzulaufen, dann kriege ich Probleme. Hier drin ist nämlich Ysera und mit der müssen wir jetzt als nächstes quatschen. Das ist jetzt unser nächster Step. Wir können da leider als Nicht-Nightfee nicht reinlaufen, aber wir können die Wachen anquatschen und der sagen, hier, ruf mal die Werte Ysera raus und die gewährt uns gerne eine Audienz. Mit ihr kann ich quatschen und ihr jetzt sagen, das Seelennetz möchte ich umwandeln. Das macht sie dann hoffentlich auch gerne. Hier verzaubern. Und was bekommen wir jetzt als nächstes? Wir bekommen ein Item. Und zwar hier Traumfänger schimpft sich dieses Item. Und dieses Item ist dasjenige, welches uns dazu bemächtigt,
in diesen Schattentraum einzutauchen und dann sehen wir nämlich auch die Nachtmeere und da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Jetzt sind wir ein bisschen weiter hier runtergelaufen und zwar auf die Koordinaten 58, 49 und hier kann die Nachtmeere rumlaufen. Ihr seht in so einem fast kreisartigen Gebilde, was wir hier haben. Jetzt müssen wir aber, um sie sehen zu können, einmal das Item einsetzen und jetzt gucken wir mal in meinem sehr unaufgeräumten Inventar. Hier haben wir das. Den Traumfänger und ihr seht schon, wir haben es eingesetzt und jetzt wird hier alles so ein bisschen lila. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sie da ist und hier einmal am besten den Kreis rumlaufen. Und vor allem, wir müssen dann gucken, inwieweit wir stark genug sind, die alleine umzuhauen oder ob wir dann noch ein paar Leute brauchen, um die umzuboxen. So, lala, ich bin jetzt ein bisschen um den Baum rumgelaufen, hab sie dann auch gefunden gehabt. Und versucht hier alleine umzuhauen. Das würde tendenziell wahrscheinlich auch funktionieren, aber der Buff, den man sich draufhaut, der hält nur 5 Minuten. Und als ich den Boss bei 40% hatte, war so ein bisschen die Problematik, der Buff läuft aus, Boss resettet. Deswegen habe ich mir jetzt lieber eine Gruppe gesucht und hau den mit der Gruppe um. Wenn ihr genug Schaden habt, der Mob hat etwa 500.000 Life, hat zwei Fähigkeiten, einen Cast, den man interrupten kann und dann noch so eine E, wo man rauslaufen kann oder als Tank auch stehen bleiben. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht sonderlich schwer. Wir hauen den um und ihr seht, ich kriege das Mount raus. Jeder andere in der Gruppe kriegt auch das Mount raus. Heißt, das Ganze ist ein 100% Drop. Wenn ihr da eine Gruppe suchen wollt, gibt Vendor Nacht ein oder Night, dann findet ihr definitiv eine Gruppe für. Beziehungsweise mit besserem Gear. Und wenn ihr relativ tanky seid, könnt ihr ihn sicher auch alleine umhauen. Gut, ich würde sagen, wir lernen das einmal. Schneller Düsterhuf heißt das Item. Das können wir jetzt einmal einsetzen. Zack, da ist es aufgeploppt und dann wollen wir es natürlich auch reiten. Düster Huf haben wir hier einmal. Und dann schauen wir uns selbstverständlich auch das schicke Mount einmal an. Macht auf jeden Fall was her. Eventuell sollten wir. Oh, hier ist es schon wieder da, das Mount. Ich bin auch, glaube ich. Ah, gerade den Server geswitcht. Okay. Wir gehen mal aus dieser Nachtphase raus. Dann sehen wir es vielleicht ein bisschen besser auch von den Farben. Ist auf jeden Fall ein schickes Reittier. Eigentlich dauert es auch nicht wirklich lang zu holen. Maximal eine Viertelstunde, würde ich jetzt mal behaupten. 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann habt ihr dieses Mount. Müsst nur die einzelnen Schritte befolgen. Und wie gesagt, Covenant braucht ihr keinen bestimmten. Ihr könnt die Serer nach draußen rufen über die Wachen. Von dem her ist es ein schickes, einfach zu verdienendes Mount. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mount Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.